So Leute, willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. Das letzte Mal hatten wir mit den ersten drei Rängen der 100-Mann-Herausforderung durchgespielt. Und, wie soll man das so sagen, na? Ich dachte eigentlich, es hätte nur drei Ränge, hat es aber nicht. Deswegen schlagen wir jetzt nun langsam zur letzten Stufe und das ist der Expertenmodus. Und der Expertenmodus ist, wie ich im letzten Part erwähnt habe, ein bisschen buggy, wenn wir das falsch angehen. Aber so viel erst dazu, wenn, ja, das ist eigentlich immer noch die gleiche Konversation. Wird es jetzt nun Zeit, sicher zu gehen, dass wir nicht beim Expertenmodus den Bug auslösen, denn, ich denke, es ist besser, wenn ich das erst nach dem Kampf oder halt am letzten Kampf hier gleich dann noch mitteilen werde. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Gut. Also dann, meine Damen und Herren. Es wird Zeit, loszulegen. Und Information am Rande. Eigentlich, jetzt wo ich darüber nachdenke, bei dieser Stufe kann man das eigentlich, glaube ich, nur mit Naruto spielen. Beziehungsweise kann man diese ganzen Sachen nur mit Naruto abschließen. Deswegen können wir da schon mal Sasuke streichen. Und ja, so gut ich aber weiß, sollte Sasuke in diesem Modus auch vorhanden sein als Gegner. Also beten wir mal, dass er nicht sein Chidori einsetzt, während wir hier gerade dabei sind, irgendetwas zu zerstören. Und ich hätte nichts dagegen, kurz im Kyubi-Modus rüber zu gehen. So, dann speeden wir uns hier mal schnell durch die ganze Welle durch. Jo, soweit so gut. So. Die 20er-Welle ist auch schon durch. So. Einfach dieses Tempo aufrecht halten. Und wenn wir schon gerade dann dabei sind, wieder unser gesamtes Chakra regenerieren. So, die 30er-Welle auch durch. Und die 40er-Welle dann auch gleich durch. Und dann hoffentlich gleich die 50er-Welle gleich durch. Weiter, 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 weiter. Je mehr wir ausschalten, desto besser eigentlich. So, und der Modus verlässt uns jetzt. Aber wir haben sogar schon 60% eigentlich durch. So. Jetzt erstmal hoffen, dass wir mit Odama das Sengan hier die ganzen Sachen für eine Weile wieder unter Kontrolle kriegen. Und wieder das Chakra regenerieren. Nochmal bitte, aber diesmal den richtigen. Danke. So. Gut, dass sie mich jetzt gerade nicht angegriffen haben. Oh Gott, also so in diesem Modus ist es natürlich schwierig, überhaupt eine ganze Welle ausschalten zu können. Beziehungsweise sie überhaupt runterhauen zu können. Aber wenigstens verlieren sie auch so schnell HP. Ist halt nicht sofort wie beim Kyubi Naruto, aber so viel es halt geht. Bitte lasst mich kurz in Ruhe, Leute. So. Haben wir wieder gleich den Kyubi-Modus aktiviert. Und, jetzt, wo wir schon gleich wieder dabei sind, wieder dort zurückzukehren, ich darf den Kyubi-Modus, glaub nicht in den letzten 10 Kämpfen dabei haben, weil ich, glaub, so den Bug auslöse. Deswegen, werde ich den Modus jetzt schon mal aktivieren und kurz vor der 90 ist wieder behalten, also es dann wieder auflösen lassen. So. Und weg mit euch. Das wiederum gefällt mir gerade gar nicht. So. Gleich sind wir soweit. Ach, Sakura! Was fällt dir ein, mich hier zu besuchen? Und nein, ich werde mich diesmal nicht von deinem Mewtwo treffen lassen. Und die schönste spielbare Charakter, den wir jetzt gerade destroyed haben,
hätte man eigentlich auch als spielbaren Charakter kriegen können, aber nein, wir kriegen hier gerade die gesamte Bande hier. Und ja, ich wollte Hinata eigentlich nicht ausschalten. Schade eigentlich. So. Ab da sollte ich jetzt langsam aufpassen. So, die alle schalte ich noch schnell aus! Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Hallo? 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 Geht doch alle weg! Hallo? Nein, 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 nein. Bitte, egal was ihr von mir wollt, ne? Verschwindet einfach! Verschwindet einfach! Hallo? Oh mein Gott. Oh Gott, haben wir es noch sicher geschafft? So. Erstmal die gesamte Gruppe ausschalten, inklusive Naruto und Sasuke. Und uns selber natürlich auch. So. Ich will nur nicht, dass sie deren Jutsus hier einsetzen. Oh mein Gott, ist das scheiße schwer. Geht alle weg. Nein, Jiraiya, deine Rasengan kannst du dir sonst wohin stecken. Oh mein Gott. Verschwindet. Nein, 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 nein. Gleich. Dann nochmal eine Medizin fressen. Was? Orochimaru, please. 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 Ich finde das gar nicht in Ordnung. Alter. Nein. Nein. Das können wir den ganzen Tag von mir aus machen, ne? Oh mein Gott, Mann. Seht ihr, wie anstrengend das in diesem Modus eigentlich ist? Okay, ich bete mal doch, dass wir den Bug nicht auslösen. Wenn es so weitergeht, schaffe ich das wirklich nicht mehr. So, weg mit dir. Und es ist wichtig, dass ich Naruto eigentlich zuerst ausschalte. So, Naruto ist jetzt sogar als erstes ausgeschaltet worden, bevor ich die Worte gekriegt habe. Alter, Orochimaru. Orochimaru. Chill doch mal dein verfluchtes Leben. Oh. Wow, wir haben es geschafft. Gut, damit ist es ab dem Punkt Zeit, euch erstmal zu erläutern, was passiert wäre, hätte ich den Kyuubi-Modus überhaupt angelassen, wäre Naruto noch am Leben. あの超級をクリアするなんて、なんてやつだ。もしかすると、お前がホカゲになる日は、そう遠くないのかもしれないな。今からその時が楽しみだよ。期待しているからな、ナルト。 So, und das ist mein Lieblings-Item der gesamten Geschichte. So, zurück zu der kleinen Erklärungsgeschichte, bevor wir das Spiel hier gleich fortsetzen. Und zwar, hätten wir den Kyuubi-Modus aktiviert und Naruto wäre als letztes am Leben gewesen, ne? Egal, ob wir es jetzt anhaben oder nicht, also, oder wenn es gerade ausgegangen ist, Naruto würde, der gegnerische Naruto, würde ab dem Punkt die ganze Zeit überleben. Auch wenn wir seine HP-Leiste auf 0 gebracht haben. Und das Lustige ist halt, wir können keinen Schaden mehr hinzufügen, weil wir ihn automatisch nicht mehr anvisieren können, weil er eigentlich als tot zählt. Das heißt, wir haben einen kleinen Phantom dann hier. Und das wollte ich wiederum nicht bringen. Ich habe auch deswegen jetzt gerade mit dem Kyuubi-Modus auf Risky gespielt, weil ich gehofft habe, dass Naruto zuerst stirbt. Weil solange er nicht als letztes übrig ist, können wir diesen Kampf immer noch gewinnen. Ah, gut. Solltet ihr weiterhin noch Fragen zu diesem Bug haben? Ja, könnt ihr das gerne mal machen, ne? So, aber wir haben jetzt unseren Unendlichkeitskristall. Damit kriegen wir eine unendliche Anzahl an Chakra und das funktioniert nur bei Naruto. So. Damit hätten wir eigentlich jetzt auch das abgeschlossen. Iruka bietet uns nur halt ständig wieder an, das alles zu wiederholen. Aber ich hätte gerne den Unendlichkeitskristall. Wo ist es? Es muss eigentlich zu unterste. Da. Gut, damit hätten wir jetzt eine unendliche Ansammlung von Chakra und das sollte... Ja. Wie man hier sieht, verlieben wir gerade nichts, egal wie oft ich das hier durchspamme. So. Damit hätten wir sogar schon mal das overpoweredste Item des gesamten Spiels hier.
So, was ich jetzt aber als nächstes erreichen möchte, sind eigentlich die Holzklone. Weil einige von denen fehlen uns ja immer noch. Und die möchte ich halt noch zusammen sammeln, bevor wir... Okay, vielleicht schaffen wir das noch nicht im ganzen Part über. Aber ich möchte halt schon mal Fortschritt erbracht haben. Aber bevor wir das halt machen, möchte ich gerne mein Bingo-Book sehen. Wo ist es denn? Da. Nein, das hier. So, wer uns halt noch fehlt, sind die beiden da. Und ich muss gerade nachdenken, wo würde ich die finden? Orochimaru und Sasuke. Der kleine Sasuke. Und... Gut, ich glaube, ich würde mal sagen, wir begeben uns erstmal zu Orochimarus Versteck. Weil da sollten einfach Sasuke und Orochimaru an sich schon da sein. So. Auf der Karte bewegen. Wir gehen uns hier erstmal Richtung Kusagakure. Hier. Vielleicht finden wir sie auch gerade beim Sonnensteinfeld. Negativ. Gut, möchte ich noch schnell zur Tenshi-Brücke gehen? Vielleicht steht da noch jemand. Tatsache, da steht einer. Gut, dann gehen wir mal schnell dorthin. Und das sollte eigentlich Itachi sein. Okay, gut, dann hätten wir schon mal einen von denen gefunden. So, aber ich würde euch jetzt gerne mal ausschalten und demonstrieren, wie hilfreich dieser Kristall eigentlich ist. So. Bitte geh mal kurz weg, du Wolfi. Oh Gott, ich habe auch vorerst mal genug von diesen Overworld-Kämpfen. Ah, war schon ein bisschen penetrant. Itachi! So. Dann wird es jetzt Zeit, dich noch auszuschalten. Und dann gehen wir noch eine Stufe weiter hinten, weil ich überprüfen möchte, ob wir da vielleicht noch Kisame finden. Weil die dürfen sich halt nicht in Orochimarus Versteck aufhalten. Gut. Itachi, mach dich bereit, bitte zu sterben. Wow, 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 ich sagte, du sollst dich bereit machen zu sterben. Hallo. Hallo. Meine gefräste Phrase, Itachi, mach's doch nicht so kompliziert. Ich weiß, dass deine Schwierigkeit sehr hoch ist. Aber ich möchte dich trotzdem treffen. So. Oh. Oh. Die Kombo wollte ich zwar nicht benutzen, aber danke. So. Dann die nächste Ladung, bitte. Und jetzt wäre es vielleicht noch gut, wenn ich einfach allgemeine Kombo raushaue. Nein, 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 nein. So. Nein, dein Shiranui kannst du dir sonst wohin stecken. Was? Itachi, ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Itachi, please. So. Ich hab keinen Chakra mehr, scheiße. So, nein. Nein, 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 nein. Okay, das ist jetzt schon ein kleiner kritischer Moment hier. Und der nutzt das einfach aus. Aber ich muss eigentlich sagen, Itachi ist wirklich ein richtig guter Charakter in diesem zweidimensionalen Kampfsystem. Weil er ist einfach erstmal richtig schnell und zweitens kann man mit ihm so viel auskontern. Oh! Schere, Stein, Papier, Battle of Doom seit langem und ich verliere natürlich. Oh Gott, wir verlieren das wirklich. Nein, 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 nein,
So, wir sind schon lange nicht mehr in dieses Awakening da gegangen. Aber okay. Ich darf. Ach so, ja, stimmt. Diese Anzeige gibt es eigentlich auch noch, wenn man ins Awakening geht. Aber ich darf ihn nicht beim Leben lassen. Das bedeutet, hier und jetzt müssen wir das jetzt beenden. Das Schere, Stein, Papier, Battle of Doom und ich erschaffe einen Gleichstand. Stirb bitte mit meinem Kamehameha auf Doom, das nicht mal ein Kamehameha sein soll. Oh. Heilige Scheiße, dieser Kampf war richtig intens. Aber gut für mich, ne? Gut. Dann hätten wir schon mal einen Holzklon weniger. Und ich denke, die nächsten vier, oder ja, es sind glaube ich vier Holzklone, die wir dann noch gegenüberstehen werden, sind genauso schwer. So, Itachi ist jetzt auch bei uns spielbar. Und dementsprechend möchte ich keinen Meisterkampf eigentlich bringen. Ich wollte ja den Part beenden, aber danke. Egal, ich kann mir das mit dem Chakra inzwischen leisten. Also, ja. Und weg mit euch. Sehr schön. Gut, dann würde ich mal an der Stelle mal sagen, dass wir den Part auch mal beenden. Und ja, hoffentlich hat euch das Video gefallen. Falls ja, könnt ihr das Video doch gerne bewerten. Und ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr zu dem heutigen Part haltet. Im nächsten Part werden wir die letzten Holzklone jagen. Und im übernächsten Part wahrscheinlich dann die Tagebuchseiten ausfindig machen. Ich hatte mir auch dabei sowieso noch überlegt, bezogen auf die Locations, die wir eigentlich schon davor gefunden hatten, sie irgendwie nochmal einblenden zu lassen. Aber wir werden dann halt sehen, wenn es soweit ist, ne? Und bis dahin, tschüss, ciao, ciao und bis zum nächsten Part. Adios!